Herzlich willkommen zur 1000 PS Wochenshow, den einzigen Nachrichten mit 1000 PS. Das gesamte Wochenshow-Team, also ich bin ja weiterhin für euch da und ich habe auch wieder einiges zu berichten, also beginnen wir gleich mit den Nachrichten. Die Corona-Krise ist natürlich noch in aller Munde und diesbezüglich haben wir einige Berichte für euch auf der Webseite parat. Also ob ich jetzt Motorrad fahren gehen soll, was passiert mit meinem MotoGP-Ticket, wie soll ich mit dem Pickel-Termin bzw. die Hauptuntersuchung, wie es in Deutschland heißt, umgehen und vieles weitere, was die Motorradbranche gerade beschäftigt und betrifft. Das haben wir für euch alles auf der Webseite zusammengefasst. Also falls ihr die aktuellen News dazu wissen wollt, auf der Webseite findet ihr es. Trotzdem haben wir jetzt noch vor dieser ganzen Sache einen Test geschafft, und zwar einen Sozius-Test mit der neuen Trumpf Tiger 900. Die gehört ja auch zu unserem Dauertester Fuhrpark. Und da hat unser Redaktionsleiter, der Poki, sie noch getestet zu zweit. Es ist jetzt kein klassischer Testbericht, sondern es geht eher wirklich auf die Zuladung, auf die Leistung zu zweit und das Fahrverhalten eben mit zwei Leuten auf der Tiger 900 Rally Pro. Also ein Sozius-Test, ihr fragt so oft danach, dass wir sowas machen. Dieses Mal haben wir es geschafft. Und allgemein unser ganzes Repertoire an Tiger 900 Testberichten ist es schon sehr umfangreich und da wird in nächster Zeit noch einiges dazukommen. Also, falls ihr euch für eine Tiger 900 interessiert, schaut auf 1000 PS, da habt ihr alle Nachrichten und Tests dazu. Teil 2 zur Testserie Muss es immer die große sein, ist bereits auch online. Poki und Fauli haben ja in der Schweiz beim Hostetler die Yamaha MT-07 mit der Yamaha MT-03 verglichen, eben auch mit der Frage, muss es immer die große sein, wenn ich ein A2 Motorrad haben will? Denn die MT-07 kann man ja kaufen und dann auf 48 PS drosseln oder sollte ich gleich zur kleineren MT-03 greifen? Diese Frage haben sich die beiden gestellt in der Schweiz bei strömendem Regen und bei dieser Möglichkeit hat auch gleich Poki sein neues Gewand getestet, und zwar die X-Tour Jacke und Hose Adventure GTX. Die hat er ja zuvor beim Yamaha Tracer 700 Test auf Teneriffa schon angehabt und jetzt eben auch in der Schweiz. Und da kann euch ziemlich detailliert berichten, will ich sagen, denn er war ja bei Regen unterwegs und bei Sonnenschein. Also ein sehr umfangreicher Testbericht von ihm. Findet ihr alles auf der Webseite, also unten in die Beschreibung klicken, wo natürlich alle Links, die ich jetzt heute hier erwähne, zu finden sind. Eine, wie ich finde, sehr coole Neuigkeit kam auch letzte Woche von Husqvarna. Und zwar gibt es ja die 701 Enduro Long Range mit 25 Liter Tank. Und eben diesen 25 Liter Tank kann man sich jetzt im Zubehör kaufen. Also, wenn man eine normale Husqvarna 701 Enduro hat, kann man da ganz einfach und schnell diesen Tank drauf montieren und hat dann im Endeffekt die Reichweite der 701 Enduro Long Range. Kosten wird er 1.957,38 €, ist ab April verfügbar und wie schon gesagt, kann eben schnell montiert und wieder demontiert werden, je nachdem wie man es verwenden will. Finde ich, ist eine coole Erweiterung und vor allem hilfreich für alle, die mit ihrer Enduro mal ein bisschen länger unterwegs sein wollen. Selbstverständlich haben wir diese Woche auch wieder einen Umbau für euch. Und diesmal muss ich sagen, ist es ein Umbau, dem stehe ich ein bisschen skeptisch gegenüber, denn es ist ein Honda Monkey Umbau, Viber Chain heißt dieses Modell. Und es kommt mit einigen Features, und zwar einem 3D gedruckten Aluminiumtank. Und zusätzlich sind auch der Kotflügel vorne und die Scheinwerfermaske 3D gedruckt. Die Scheinwerfermaske seht ihr jetzt eh auf den Bildern. Die ist jetzt eine Halterung für eine Einkaufstasche, also dieses ganze Modell ist sehr Lifestyle-orientiert. Aber durch diese ganzen 3D-Aluminium gedruckten Teile ist sie sehr teuer und auch sehr limitiert. 23 Stück werden insgesamt gebaut zu einem Preis von jeweils $30.000. Ja, muss ich sagen, es ist extrovertiert, aber es ist eine Honda Monkey und auch wenn wir unsere Honda Monkey sehr lieben, ich wäre mir nicht sicher, ob ich dafür $30.000 ausgeben wollen würde. Schreibt natürlich in die Kommentare, was ihr davon haltet oder ob sie sagt, na, normale Honda Monkey ist ja Welteisen, das nehme ich so. Neue Wochen schon, neue Kuriosität des Tages. Natürlich habe ich mich auch diese Woche wieder am Gebrauchtmarkt umgeschaut und ich habe ein Motorrad gefunden, das mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Und zwar eine 2013er Suzuki GSX-R 600. Und was sie für mich so speziell macht, ist diese Lackierung. Blau-weiß mit den weißen Felgen. So muss eine Suzuki für mich ausschauen, das hat mir schon immer sehr, sehr gut gefallen. Natürlich, die 750er hat genauso ausgeschaut, aber dieses Exemplar ist eben die 600er, steht bei Limbecher und Limbecher und kostet 8.389 €. Ja, Kilometeranzahl passt auch, 14.000 Kilometer für ein 2013er Baujahr, das ist nicht viel. Und deshalb habe ich mich entschieden, das ist heute Horrorskuriosität des Tages. Kommen wir zuletzt zum Coming Soon Segment der 1000 PS Wochenshow. Was erwartet euch diese Woche auf 1000 PS?
Einige von euch haben es ja vielleicht schon gesehen, wir haben es geschafft, den Ducati Street Fighter V4 Test nachzuholen. Den hat der Dennis für uns in der Nähe von Köln gemacht. Da gab es aber ein paar Ungereimtheiten mit dem Embargo, also haben wir ihn jetzt wieder offline nehmen müssen. Aber am 25.03., also am Mittwoch, stellen wir ihn nochmal online, da ist das Embargo dann vorbei. Dann können Sie ihn auch nochmal anschauen oder zum ersten Mal anschauen. Weiters haben wir einige Livestreams für euch parat, Nils und Zonko, Nils und andere Gäste oder eben aufgezeichnete Google Hangouts Gespräche. Da haben wir zum Beispiel dabei World Spins as Fast as We Ride, viele kennen sie von euch sicher. Oder mit der Anna Larissa, die war ja bei der GS Trophy. Da haben wir noch einige Videos für euch parat, beziehungsweise Livestreams. Das erwartet euch diese Woche auf 1000 PS und ich bedanke mich natürlich wieder mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid auch gesund, bleibt zu Hause, damit wir uns dann nächste Woche wiedersehen, wenn es heißt, willkommen zur 1000 PS Wochenshow, den einzigen Nachrichten mit 1000 PS. Tschüss, Baba!